Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes. Wir sind nun mittlerweile beim sechsten Part angelangt und haben schon so ein paar Sachen erlebt. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine neue Mitstreiterin, die sich Ayla nennt. Und ich möchte gleich zu Beginn eine Frage euch stellen, und zwar: Habt ihr denn überhaupt noch Lust auf dieses Projekt? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich werde auch in die Kommentare einen Link setzen, einen Strawpoll-Link, wo ihr dann eben durch ein Voting bestimmen könnt, ob ihr dieses Projekt weiter sehen möchtet auf meinem Kanal. Warum schiebst du mich jetzt weg, du Lauch? Ob ihr das überhaupt weiter sehen möchtet oder nicht. Und da könnt ihr dann abstimmen. Wenn morgen kein Video kommen sollte, dann wird das Projekt wahrscheinlich eingestellt. Ich weiß es noch nicht, aber man sieht es einfach an der Aktivität der Views einfach. Und die ist wirklich zum Einschlagen traurig. Und da muss ich dann echt fragen, Freunde, ob ihr dieses Projekt überhaupt weiter sehen wollt. Deswegen, bitte stimmt einfach fair und ehrlich ab, okay? Und sagt nicht nur einfach ja und ihr guckt es dann dementsprechend dann auch nicht. Seid einfach ehrlich, ich bin euch da auch überhaupt nicht böse. So, wir machen jetzt aber weiter. Ich habe ja schon im letzten Part die Treuepunkte oder beziehungsweise diese Talentpunkte verteilt. Deswegen brauchen wir das jetzt eigentlich nicht machen. Geld behalte ich jetzt erstmal, weil ich jetzt auch nicht wirklich so viel habe. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Nee, ich will das Gebiet verlassen. Warum habe ich jetzt Nein gedrückt? Na klar will ich das Gebiet verlassen. Denn wir wollen jetzt zurück. In die neue Stadt. In Genua oder so. Ich habe immer noch Probleme mit diesem Namen. Ich hoffe, dass bald mal eine neue Stadt kommt. Und die dann vielleicht einen neuen Namen hat. Aber das sehen wir ja dann. Das ist also der Generator? Hm? Keine Sorge, wir werden gut darauf aufpassen. Wir haben die Stadt ja von Monstern gesäubert, also wird es hoffentlich keinen Ärger geben. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht nachlässig agieren. Wir haben nach wie vor kein klares Bild davon, wie weit sich die Monster ausgebreitet haben. In der Tat, und deshalb werden uns einige meiner treuesten Gardisten beistehen. Sollten es irgendwelche Monster wagen, sich uns zu nähern, werden sie Stahl kosten. Okay. Okay, wir haben da den Schlundwärter und den sollten wir natürlich auch gleich mal ausschalten. Yggdrasil-Blätter. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du kannst Verbündete, die ohnmächtig geworden sind, mit einem Yggdrasil-Blatt wiederbeleben. Nähere dich dazu einem gefallenen Freund und drücke X. Okay, also es scheint jetzt, dass es wirklich jetzt zu kritischen Situationen kommen kann und dass unsere Freunde wirklich sozusagen auch draufgehen können. Charaktere können wir jetzt auch wechseln mit L2. Jetzt sind wir das erste Mal Rias. Wuhu! Rias! Also, was hast du denn für eine Attacke? Wir haben doch auch bei dir irgendwelche Attacken gelernt. Was heißt die Kaltspaltung? Und Frosttyp haben wir noch. Die Attacke setzen wir natürlich auch mal ein. Bam! Und den Schlundwärter haben wir natürlich auch besiegt. So, gucken wir uns natürlich noch die normale Viereck-Technik an. Also, sie macht genau dieselben Techniken, nur mit Eisfähigkeiten. Ist gewöhnungsbedürftig. Sehr sogar. Okay. Dieser kleine, süße Schlundwärter. これを身につけて魔物をやっつけると魔物の心が声の形になって飛び出してくるようになるよ。モンスターコインを持っていれば好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができるのよ。あ、危ない。 実践あるのみね。投稿キーの上を押して魔物を呼び出してみて。ああ。
Okay, Monstermedaillen haben wir jetzt gerade bekommen. Ist ja mal was sehr Interessantes. Mit Hilfe von Monstermedaillen kannst du die Flut angreifender Feinde aufhalten. Finsterschlünde sind westlich und südlich des Generators aufgetaucht. Die Monster wollen ihn von zwei Seiten angreifen. Wenn du dich darauf konzentrierst, die Monster aus dem Finsterschlünde im Westen zu bekämpfen, ist der Generator angegriffen auf dem Süden schutzlos ausgeliefert. In solchen zwickmühlenartigen Situationen kannst du mit Hilfe eines Monstermedaillen einen Kumpan herbeirufen, der eine bestimmte Route für dich bewacht. Das ist ja mal interessant. Das finde ich ja mal ziemlich cool. Kumpane, die du mit Monstermedaillen herbeirufst, kämpfen an derselben Stelle weiter, bis ihnen die LP ausgehen. Sie können dir die Zeit verschaffen, die du brauchst, um dich mit dem verbleibenden Finsterschlund zu befassen. Indem du Monstermedaillen mit Bedacht einsetzt, kannst du mit heiler Haut davonkommen, wenn es einmal brenzlig wird. Kümmere dich jetzt rasch darum, den Generator zu beschützen. Okay, wie aktiviere ich das? Herbeirufen mit oben. Ah, okay. Wir wechseln jetzt aber mal zu ihm. Wir sind ja jetzt hier gerade, hier an dieser Ecke. Ich würde mal sagen, dass wir einfach den hier sozusagen beschwören. Und der kämpft jetzt hier an dieser Stelle für uns. Und wir können uns auf die andere Seite konzentrieren. Das finde ich ja mal ziemlich interessant. Das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Bam. Sehr schön. Oh mein Gott, der hat auch so ein Portal eröffnet. Wie cool. Da haben wir auch schon wieder so eine Medaille. Du hast eine Schleimmedaille gefunden. Schleim. Jetzt haben wir einen Schleim rekrutiert. Das Coole wäre daran, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man die zum Beispiel auch entwickeln lassen kann oder vielleicht irgendwie leveln kann, damit die zum Beispiel größer werden. So, das war unsere erste Spezialtechnik. Die muss ich im Nahkampf einsetzen, sonst macht die keinen Sinn. Aber die hat mich zu viel Mana gekostet. Deswegen habe ich gar keine mehr. Also Doric gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist ja mal ein richtig badass Charakter. Jetzt haben wir noch eine Schleimmünze. Können wir sozusagen... Moment mal, da haben wir noch eine. Jetzt haben wir schon drei Stück. Das ist ja mal voll krass. Wir können die auch freilassen, diese ganzen Münzen. Ich könnte die jetzt sozusagen alle hier beschwören. Und die kämpfen dann jetzt alle für mich. Das mache ich jetzt auch mal. Ich beschwöre die mal alle. So, jetzt sind die alle draußen. Die kämpfen jetzt alle für mich. Die haben auch alle Namen. Schlörki. Wie heißt du? Glibli. Gelli. Matchschwert. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja mal voll bescheuert. So, setzen wir nochmal die Attacke ein. Also, Nahkampf ist ja mal richtig gut. Du hast einen Schleim-Mette-Medaille gefunden. Einen orangenen. Sehr interessant. Können wir natürlich auch mal gleich beschwören. Jetzt haben wir wirklich alles draußen. Da hinten haben wir nochmal. Hier kommt die letzte Welle. Verdammt, wir müssen mal wieder zum Generator zurück. Nicht, dass der noch angegriffen wird. Hier kommen nämlich auch welche. Ich würde mal sagen, wechseln wir auch nochmal zu Ayla, dass wir die auch nochmal sehen. Die kämpfen hier im komischen Bumerang. Also die ist auf Fernkampf spezialisiert. Immer interessant. Oh, wir hier haben auch einen Golem. Feuervogelwurf. Oh, wie geil. Oh, wie geil, oh, wie geil. Machen wir mal Energiewurf. Den können wir nämlich aufladen. Warte mal. Okay, wir haben es jetzt schon geschafft. Wirklich. Oh, verdammt, ey. Da hinten haben wir überall Münzen noch. Aber da frage ich mich gerade, was passiert mit den Münzen, die ich aufsammle, aber die ich da unten nicht mehr sehe? Das interessiert mich gerade mal so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Aber Ayla ist jetzt nicht so mein Charakter, muss ich ehrlich sagen. Aber die, machen wir mal das Säusel, das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ah, das ist ein Tornado, ja gut. Nee, da finde ich Doric finde ich ein bisschen besser. Also, das ist genau mein Stil, sozusagen. Das ist genau mein Stil. So muss ein, sagen wir mal, ein Monster kämpfen. Ey, der Typ ist ja richtig Maschine. Aber das mit den Münzen, das muss ich, wie gesagt, echt mal erwähnen. Das ist eine sehr interessante Neuigkeit. Oder Neuerung. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das finde ich richtig cool. Dass man hier Monster beschwören kann. Die für einen kämpfen. Dann gibt es auch noch verschiedene Stufen der Monster. Also hier sieht man ja unten diese Schleimis. Die haben zum Beispiel ein Feldkosten. Und dieser Ritter ist scheinbar zwei, weil der so breit ist, das Bild. Scheinbar, dass der zwei Felder kostet. Ich finde es geil. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. So, aktivieren wir mal die Fähigkeit Erlösung. Ah, perfekt. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an ein Digimon, und zwar Magnamon mit diesem Himmelstor. Kennt ihr das noch? Ich hoffe, das kennen noch einige von euch, dieses Himmelstor, was er damals aktiviert hat, um ja, manche Digimon zu besiegen. So, jetzt müssen wir noch den kleinen Schlund hier besiegen. Bam, bam, bam. Der lebt ja immer noch. Ich würde ja mal,
würde ja mal gern dem seine Angriffspunkte oder so sehen, aber die sehe ich irgendwie gar nicht. Oder ich bin einfach nur blind. Ja, ich bin einfach nur blind wahrscheinlich. Bam, bam. Jetzt geh halt mal drauf, Alter. Es ist ganz okay, wenn du stirbst. Absolut kein Problem, mein Süßer. Zack, zack. Der hält aber auch einiges aus. So, jetzt ist er endlich mal draufgegangen. Nach Minuten vom Draufschlagen und Draufschlagen. Oh Mann, Konzentrationsmodus hätten wir eigentlich auch gleich einsetzen können, aber der Balken ist wieder weg, warum auch immer. Ziemlich schade. Wow, Monster, die auf unserer Seite stehen. Klasse, das fühlt sich an wie in den guten alten Tagen. Ach verdammt, ich war ja gerade eine Frau und ich habe wie ein Mann gesprochen. Scheiße. Naja, fast. Und leider nur für kurze Zeit. Sollen die Dinger wirklich wieder so werden, wie sie einmal waren? Müssen wir herausfinden, was hinter den jüngsten Ereignissen steckt? Wir Glitch. Ich hatte geglippert. Alles sei bereits auf dem besten Wege, wieder so zu werden wie früher. Kopf hoch, Medici. Das ist prinzipiell möglich. Ist unsere früheren Freunde dazu zu bringen, Vernunft anzunehmen. Ist ein Beleg dafür, dass eine Lösung für das Problem existiert. Glippst du wirklich? Dann müssen wir eben unser Bestes geben und dann Schaden wieder zu gut matchen. Ich werde alles dafür tun. aber genug von den Monstermedaillen. Es gibt dringende Dinge, um die wir uns kümmern müssen, nicht wahr? Wir haben es geschafft, den Generator in der Nähe des Labors zu bringen. Kehren wir ins Lager zurück und ruhen uns aus. Was meine fähigen Forscher werden hier alles weitere erledigen. Alles klar, okay. Dann kehren wir wieder ins Dorf zurück. Also die Missionen gehen meiner Meinung nach so ein bisschen schnell. Aber ich denke, dass das halt wirklich noch am Anfang ist. Und es regelt sich noch. Danke euch allen. Der Generator ist jetzt in Sicherheit. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Meine Lieben, es gibt nichts zu danken. Es versteht sich doch von selbst, dass wir dir zur Seite stehen. Genau so ist es. Und letzten Endes war es ja deine Monstermedaillen, die den Unterschied ausgemacht haben. Unser Sieg macht Mut, aber ich kann nicht umhin, das Verhalten der Monster äußerst... Was? Unser Sieg macht Mut, aber ich kann nicht umhin, das Verhalten der Monster äußerst bedenklich zu finden. Warum sollten sie den Generator zerstören wollen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wurden sie von der Energie der emittiert angezogen. Ich werde das genauso analysieren müssen. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die anstehende Aufgabe. Sobald der Generator sich im Institut ist, haben wir alles, was wir brauchen, um die Welt stilvoll zu erkunden. Ihr werdet es nicht mehr bereuen, mir dabei zu helfen. Versprochen. Sehr schön. Wir haben ein paar Talentpunkte bekommen. Ich glaube aber, dass ich trotzdem noch etwas zu wenig Talentpunkte habe, um einen Charakter überhaupt mal was hochzupushen, weil... so ein Talent-Ding, das billigste eigentlich 3 kostet und ich habe nur 2, deswegen bringt das nichts. Aber wir können ja mal gucken, ob wir wenigstens vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, um für die anderen sozusagen meine Waffe zu kaufen. Jetzt muss ich mal gucken, für wen das überhaupt nutzbar ist. So ein Eisenbreitschwert könnte ich zum Beispiel kaufen oder so ein Stahl nicht ausrüstbar. Moment mal, hier, Silberrapier von 48 auf 64. Das ist doch mal interessant. Das ist doch mal echt interessant. Dann werde ich das jetzt mal machen. Ich werde hier so ein Silberrapier kaufen. Bam. 1000 Gold, 109... Oh Gott, ey, ist ein bisschen arg viel, oder? Jetzt kann ich nur noch eins kaufen. So eine Tanzstange. Oder so ein Bronzebumerang. Da ich lieber Doric spiele, werde ich mal für den was kaufen. Der Stab ändert sich ja fast schon gar nicht, ey. Ich habe da jetzt nicht wirklich krasse äußerliche Veränderungen gesehen. Obwohl, doch so ein bisschen hat er sich schon verändert. Und so ein Schuppenschild kann ich die nur für... Ah, die kann ich auch für Rias kaufen, aber die braucht jetzt erstmal keinen. Ah, hier kann ich das auch für die Charaktere selbst dann raussuchen. Ah, das ist cool. Ja, okay, dann weiß ich das fürs nächste Mal. Verkaufen muss ich auch mal gucken, ob ich da irgendwas verkaufen kann. Ausrüstung. Stahlbreitschild, das ist ja alles, was ich, glaube ich, ausgerüstet habe, oder? Nee, das will ich nicht verkaufen. Aber Zutaten. Ob ich da vielleicht irgendwas Pferdemist... Das ist ja alles fast schon gar nicht mehr... Doch, hier oben, Goldklümpchen, was willst du loswerden? Ein kleines Stück Gold, das man gegen Goldstücke eintauscht. Achso, also sowas tauscht man auf jeden Fall ein und ich kriege dafür auch ordentlich Geld, sehe ich gerade. Sehr schön, dann machen wir das doch gleich mal.
Magische Tierhaut. Ein brutales Biest hat dieses straffen Balk abgestreift. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das verkaufen soll, ob man das vielleicht für was anderes braucht. Aber da ich sowieso gerade ein bisschen genug Geld habe und ich hier so einen scheiß Bronzebumerang kaufen kann, mache ich das doch gleich mal. Dann haben wir das nämlich auch mal fertig gemacht. Bitteschön. Jetzt hast du einen besseren Bumerang, meine Dame. Ich hoffe, du bist jetzt stärker. Naja, Freunde, ich würde mal sagen, dass es dann für diesen Part mal wieder war. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang des Videos was erwähnt hier mit diesem ganzen, wollt ihr dieses Let's Play weiterhaben, ja oder nein? Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare und achtet auf den Link, geht drauf und stimmt ab, ist natürlich alles kostenlos, müsst ihr euch nicht anmelden oder so, ist nur ein Klick oder so. Und das war's dann auf jeden Fall von diesem Part. Wenn morgen oder übermorgen kein Part kommen sollte, dann wisst ihr meine Antwort. Und das war's dann auf jeden Fall von diesem Part. Ich bin euer Spooky, haut rein, bis zum nächsten Mal und tödelö.